Hohes Haus. Wir kennen ja das Narrativ des Team Stronach bereits zur Genüge. Sitzt in seiner Höhle und wartet, welche Schatten an die Wand geworfen werden. Will damit das Team Stronach natürlich nicht als Höhlenmenschen bezeichnen, das muss man ja heutzutage dazu sagen. Und das Licht, das hier von den Flüchtenden projiziert wird, das wird von den Vertretern Frank Stronachs im Parlament als Sicherheitsnotstand wahrgenommen. Doch das ist natürlich nur ein Schein, das ist kein Faktum, das ist ein Artefaktum. Aber es ist eigentlich nicht mal ein Artefaktum, es ist ein Antifaktum. Es ist die perpetuierte Verdrehung von Korrelation und Kausalität. Und die liegt in diesem Fall nicht einmal vor. Da ist es einmal mehr notwendig, das Phänomen der Scheinkorrelation aufzuklären. Sie stehen ja so auf Studien, deswegen habe ich Ihnen ein bisschen was mitgebracht und erkläre Ihnen, wie das funktioniert, wenn zwei Variablen ohne zugrundliegende Kausalität eine Korrelation bilden. Ein Beispiel, wir haben hier zum Beispiel im Lauf der Jahrhunderte die Entwicklung der Erderwärmung. Es wird immer wärmer, der Pfeil geht nach oben. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Piraten auf den Weltmeeren ab. Und das Team Stronach würde hier sofort den Schluss ziehen, dass natürlich die Abnahme der Piraten für die Erderwärmung verantwortlich sind. Genauso passiert es natürlich mit Flüchtlingspolitik und Sicherheitsnotstand. Die Zahl der Asylwerbenden nimmt zu, die Sicherheit nimmt angeblich ab bis zum Notstand. Nur dass wir hier nicht einmal mehr eine Scheinkausalität haben, sondern die Sicherheit bleibt eigentlich gleich, wie uns auch die Frau Ministerin vorher schon erzählt hat. Ja, bei mir zu Hause bleibt sie auf jeden Fall gleich. Dieser faktenfreie Zugang zu einer Stimmungspolitik bringt keine Lösungen, sondern weitere Probleme. Und es ist nicht der erste Versuch des Teams Stronach, hier die Kriminalitätsentwicklung mit der Flüchtlingssituation zu verknüpfen. Es ist ein gefährlicher Versuch in einer emotionalen Debatte, der natürlich die wirklich sicherheitsrelevanten Forderungen ausblendet und weiter Ängste natürlich verstärkt. Besonders gefährlich wird es dann, wenn aus Einzelfällen pauschale Aussagen getroffen werden. Und dazu gebe ich Ihnen ein paar Fakten. Erstens, Straftaten werden von Individuen begangen und nicht von Volksgruppen. Und wenn wir schon in der Logik von der Partei Frank Stronachs bleiben, die Top 5 Herkunftsländer von nicht-österreichischen Tatverdächtigen sind Rumänien, Serbien, Deutschland, die Türkei, Bosnien-Herzegowina. Und keines davon ist ein klassisches Flüchtlingsland. Zweitens, mit einem Blick auf die Gesamtstatistik. Frau Ministerin hat es auch schon vorhin gesagt, der Vorbericht der Polizei zur Kriminalstatistik zeigt uns, dass, wenn wir uns die Anzeigenstatistik ansehen, dass es hier zu einer Absenkung gibt, dass es weniger Anzeigen gibt als 2014. Drittens, die Flüchtenden lösen auch keine Welle der Kriminalität aus. Es ist zwar so, dass tatsächlich die Zahl der Strafanzeigen gestiegen ist, und das ist natürlich ein Problem, aber gleichzeitig hat sich die Zahl der Asylanträge verdreifacht in der gleichen Zeit, und das ist ein deutlich höherer Prozentsatz als die Zunahme der Anzeigen. Das heißt, von diesem Personenkreis geht ein deutlich geringerer Kriminalitätsdruck aus als von der ansässigen Bevölkerung. Und die Zahlen für Deutschland sind hier ganz ähnlich. Viertens, ein weiterer Fehler in dieser Gesamtbetrachtung ist, dass die Zahl von Ausländerinnen und Ausländern verübten Straftaten mit der Wohnstatistik verglichen wird. Tatsächlich müsste man es natürlich mit den Menschen in Relation setzen, die sich tatsächlich hier aufhalten, würden auch Touristen dazu zählen, und das würde natürlich den Anteil von Ausländerinnen und Ausländern an Straftaten deutlich senken. Natürlich bedeutet das auch, dass die große Anzahl von Asylwerberinnen und Asylwerbern aus Ländern mit anderem kulturellen Hintergrund eine Herausforderung für diese Gesellschaft darstellen. Und wenn Sie so gerne Studien machen, haben Sie auch erheben lassen, wo die Angst, wo das subjektive Sicherheitsgefühl am geringsten ist. Und dann wissen Sie, und Sie haben es auch selbst angekündigt, dass das dort ist, wo am wenigsten Konfrontation mit diesen Menschen besteht. Was Sie hier betreiben, ist Panikmache, ist Demagogie. Und wir müssen natürlich zwei Dinge ernst nehmen. Das eine ist dieses Unsicherheitsgefühl, das hervorgerufen ist durch die Versäumnisse in der Asylpolitik. Und es ist natürlich die Polarisierung der Gesellschaft, die sich den Herausforderungen der Integration, die auf uns zukommen werden, noch nicht gestellt hat. Da stecken wir völlig im Ansatz. Wir müssen das lösen,
Wir müssen das auf europäischer Ebene lösen, sonst haben wir dort Zäune, wo wir seit Jahrzehnten keine mehr hatten und nicht nur an der Grenze zum Osten, sondern innerhalb Europas. Die Flüchtenden lösen keine Welle der Kriminalität aus. Das Team Stronach operiert mit Verunsicherungen, Pauschalisierungen und Panikmache.